Halt. Was war das da oben? Protziger Kasten. Den Knaben kenne ich irgendwoher. Kolonialpolitiker, glaube ich. Nett. Aber nicht mein Geschmack. Naja, lieber nicht. Jordan schimpft dann wieder. Ach so. Nancy Jenkins? Guten Tag, Mrs. Jenkins. Hier ist Jack Stern von der International Police. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Haben Sie kurz Zeit? International wer? International Police. Ich ermittle zum Tod des Ministers James Hansen. Sie haben davon gehört, nehme ich an. Tss, na sowas. Tot ist er also, ja? Sie wissen noch nichts davon? Hören Sie, Mr. International Dingstar. Stern ist mein Name. James Hansen war ein Schwein und er hat es nicht besser verdient. Ein Schwein? Ich hoffe, er ist qualvoll und langsam gestorben. Oh, das wird im Moment noch untersucht. Müssen Sie ihn dafür in Einzelteile zerschneiden? Oh, naja, ich denke, so etwas in der Art wird wohl gemacht werden. Gut, sehr gut. Wenn Sie dabei Hilfe brauchen. Sie mochten Mr. Hansen nicht sehr. Wieso sind Sie dann mit ihm essen gegangen? Weil er dafür bezahlt hat. Es ist mein Job. Escort Service, verstehen Sie? Wieso haben Sie eine so schlechte Meinung von ihm? Er war ein Schwein. Wollen Sie mich nicht fragen, ob ich ihn umgebracht habe? Nein, ich denke nicht. Es tut mir leid, wenn ich Sie in Verlegenheit gebracht habe. Ganz und gar nicht. Sie haben mir eine Freude gemacht. Ja, gut. Also dann vielen Dank fürs Erste und gute Besserung. Wer weiß, was er im Bad gemacht hat? Myers? Hi, Mrs. Myers. Jack Stern hier von der International Police. International Police? Na sowas. Mundpropaganda funktioniert also. Wie meinen Sie das? Moment. Worum geht es denn bitte? Ich habe ein paar Fragen. Zum Tod von James Hansen. Oh. Ach so. Der ja, Mann das ist eine furchtbare Schwein. Geschichte. Ich war noch einen Tag vor seinem Tod mit ihm essen. Genau deswegen rufe ich Sie ich an. Ich kann Ihnen sagen, was worum er gerade bei dem Termin? Zimmer. Geschäftliches. Er hat sich im Vertragsverlängerung eingeschlossen. Mr. Hansen war Kunde bei Ihrem Bad. Service? Schon seit Jahren. Er hatte eine etwas schwierige Ehe. Das kann ich mir denken. Also haben Sie ihm die passenden Alibis geliefert für seine ehelichen Schwierigkeiten. Ganz recht. Haben Sie damit ein Problem? Absolut nicht. Hat Mr. Hansen auch noch andere Schwierigkeiten gehabt als eheliche? Nun, in seinem Job hat man eine Menge Probleme. Er war viel unterwegs und nicht alle seine Reiseziele waren für die Öffentlichkeit bestimmt. Wussten Sie, wohin er gereist ist, wenn er ein Alibi brauchte? Nein, wir stellen unseren Kunden keine Fragen. Wir liefern ihnen Antworten. Wo waren Sie, als Mr. Hansen starb? Sie fragen nach meinem Alibi? Ich bin sicher, Sie haben eins. Ich habe 20. Eins genügt mir. Ich habe mit einem hochrangigen amerikanischen Polizisten einen Vertrag geschlossen. International Police. Möchten Sie seinen Namen wissen? Vielleicht lieber nicht. Das dachte ich mir. Gut, also besten Dank erstmal. Nichts zu danken, Mr. Stern. Und wenn Sie mal ein Alibi brauchen... Ich weiß Bescheid. Schönen Tag noch. Mit unserem Chef oder was? Artrans Limited. Sie sprechen mit Jeff Travis? Hi, Mr. Travis. Jack Stern hier von der International Police. Ich habe eine Frage zu einem Ihrer Kunden, James Hansen. Oh ja, der Minister ist gerade gestorben, nicht wahr? So ist es. In seinem Kalender ist vermerkt, dass er einen Tag vorher einen Termin mit Ihnen hatte. Moment, das muss ich nachsehen. Ja, stimmt.
Sein Ministerium hatte ein Bild an die Sonderausstellung im London Modern ausgeliehen. Wir haben es an dem Tag zurücktransportiert. In sein Büro, wenn ich das recht sehe. Aha. Was war das für ein Bild? Das Porträt von Cecil Rhodes, gemalt von William James Thurber. Wie viele Leute haben Sie geschickt? 2, wie immer. Wie heißen die beiden? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich habe die Papiere noch nicht alle bekommen. Die sind noch in der Post. Sie können aber im Museum nachfragen. Da quittieren unsere Leute die Transportscheine. Okay, das werde ich machen. Schönen Dank erstmal. Wiederhören. Cecil Rhodes. G8-Treffen. Da war doch was. War das nicht in D.C.? Da ging's rund. Mit Nationalgarde und allen Schikanen. Das sehe ich mir im Netz mal näher an. Ja, finde ich super. Ist halt International Police. Halt, stopp! Cecil Rhodes, spätviktorianischer Kolonialpolitiker und Minenmagnat. Durch seine Diamantengeschäfte wurde Rhodes zu einem der reichsten Männer seiner Zeit. In Schwarzafrika setzte eine imperialistische Großmachtpolitik durch. Der südafrikanische Staat Rhodesien, der die heutigen Staaten Simbabwe und Sambia umfasste, wurde nach Cecil Rhodes benannt. Der Pfarrersohn Cecil Rhodes wurde am 5. Juli 1953 in Hertfordshire, England, geboren. Wegen einer hartnäckigen Tuberkulose wanderte er 1870 nach Südafrika aus, im Alter von 17 Jahren. Mithilfe seines Bruders und verschiedener Geschäftsfreunde kam er dort bereits nach wenigen Jahren zu beträchtlichem Vermögen, das er in erster Linie in den hiesigen Minenfeldern anlegte. 1880 gründete Rhodes zusammen mit Geschäftsfreunden die De Beers Mining Company, die sich in den Folgejahren zum weltgrößten Diamantenschürfer und Händler entwickelt. Oh Gott, bitte keine Blutdiamanten. Seit 1881 war Rhodes Mitglied des Parlaments der britischen Kapkolonie. 1890 wurde er zum südafrikanischen Premierminister gewählt. Er trieb die Besiedlung Südafrikas durch weiße Auswanderer und die politische Einigung der Region unter britische Vorherrschaft an. Weitere Projekte waren der infrastrukturelle Ausbau Rhodesiens und die Verfolgung von Rhodes Cup Kairo Plan. Letzterer sah den Bau einer Bahnverbindung vor, die die britischen Besitzungen in Südafrika mit dem ägyptischen Mandatsgebiet verbinden sollte. Er ließ sich zu Rhodes Lebzeit nicht mehr realisieren. Cecil Rhodes starb am 26. März 1902 im Alter von 48 Jahren bei Kapstadt. Siehe auch The Rhodes Trust. Cecil Rhodes, spätviktorianischer Kolonialpolitiker. Rhodes Stiftung verteilte seit 1903 Stipendien, um begabten Studenten aus der ehemaligen britischen Commonwealth, aus den USA und aus Deutschland ein Studium an der Universität Oxford zu ermöglichen. Ach, guck an. Durch diesen Austausch sollten sowohl künftige Kriege zwischen den drei Staaten verhindert werden, als auch der Grundstein für eine Wiedervereinigung der angloamerikanischen Welt gelegt werden. Die Liste der Rhodes-Stipendiaten umfasst zahlreiche Regierungsoberhäupter und Präsidenten, Wirtschaftsgrößen und Wissenschaftler von Weltrang. Ach. Halt. Wir telefonieren mal weiter. Mit Shida. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Xuepin. Wie bitte? Cao Xuepin, chinesischer Außenminister. Sie machen Witze. Ich habe mir sein Dossier angesehen. Er hat eine hübsche Geheimdienstvergangenheit. Giftanschläge auf Exil-Tibeter und so weiter. Sie surfen zu viel im Internet, Jack. Gehen Sie mal raus an die frische Luft. Ich versuche, einen Mord aufzuklären. Sie stochern im Nebel. Nichts weiter. Ich muss Schluss machen, Jack. Meine Zeit ist knapp. Melden Sie sich, wenn Sie was Besseres haben. Das war was Besseres. Aufgelegt. Man hat den Eindruck, der will gar nicht weiter ermitteln. Ja, echt? Was soll's? Ich sehe mir diese China-Sache noch ein bisschen genauer an. Das war mal Google nach China-Sache. Sagen Sie mal, Jordan, diese Amy Connelly. Connelly? Der Name sagt mir irgendwas. Stichwort Blutbeutel. Ja, da dämmert mir was. Der Eklat im Parlament. Sie hat da mal Hanston angegriffen, oder? War sie nicht der Kopf irgendeiner verwirrten radikalen Truppe? One World Army heißen die. Tja, es lebe die Freiheit. Die Demokratie muss sowas aushalten. Die Demokratie muss politischen Mord aushalten? Mal angenommen, die Dame hätte mit Hanstons Tod zu tun. Ich glaube, sie überschätzen diese Leute.
Das sind nur ein paar Krawallmacher. Genau. Ja, wie Oswald war angeblich auch nur ein Irrer. Wie sieht's denn aus, Jordan? Könnten Sie für mich vielleicht ein Date mit Miss Connelly arrangieren? Ich würde ihr gerne ein paar Fragen stellen. Untersuchungshaft? Ich weiß nicht, ob wir das durchkriegen. Nehmen Sie lieber Personalienfeststellung, das geht immer. Ich sehe, was sich machen lässt. Okay, Zeit für Ortstermine. Okay. Morgen spreche ich mal mit Hanstons Witwe. Rechtlinie. Und mit seiner Assistentin. Mal sehen, wie die mit ihrem neuen Reichtum fertig wird. Und zum Museum muss ich noch wegen dieses Kunstspediteurs. Das ist am besten jetzt gleich, bevor die schließen. Standbild und das Auto fährt nicht los. Husch. Okay, da wären wir. Meine Güte, ich bin schon ewig nicht mehr hier gewesen. Die haben ja den ganzen Vorplatz umgebaut. Hübsche Schweine. So eins könnten wir fürs Loft gebrauchen. Da haben wir schon genug Schweine. Also, gehen wir rein? Hm, was mache ich eigentlich, wenn mich welche von den alten Kollegen erkennen? Dann sagst du Hallo. Das ist ein Museum. Die werden damit rechnen, dass Besucher kommen. Ich will nur nicht, dass jemand komische Fragen stellt. Ach komm, Mike hat recht. Die werden sich höchstens freuen und wir tun ja nichts Illegales. Ja. Noch nicht jedenfalls. Also los, geht schon rein. Ich sehe inzwischen zu, dass ich den Gebäudeplan kriege. Gut. Bernard, du siehst dir das Kamerasystem an. Ich schaue nach dem Bild. Hast du dein Handy an? Sicher. Dann treffen wir uns in einer Stunde wieder hier. In Ordnung? Toi, toi, toi. Wer ist das hier? Oh, Speicher vergessen. Andy Warhol. Niedlich irgendwie. Okay, dafür ist jetzt hier rübergewalzt. Das Gebäude kann sie sich nur von dort vorne beeindruckend angucken. So. Da ist eine Schweißer. Okay. Verdammt, ich glaube, den kenne ich noch. Du machst das schon. Ich kümmere mich um die Kameras. Völlig unauffällig. Auf geht's. Wir trennen uns. Einem von uns wird erfolgen müssen. Der Wächter ist hier bei mir. Okay, es geht los. Wir haben einen neuen. Was hat er für Items? Er hat ein Telefon und einen Kugelschreiber. Dann schauen wir mal. Wir haben eine Kamera. Aha. Oh. Es sieht aus wie ein stilisiertes Lagerfeuer. Der Gebäudeplan vom Museum. Ja, können wir doch mal mitnehmen. Wenn er hier schon ganz offen rumliegt. Catherine? Hier. Okay, bleib dran. Ich bin noch im Korridor. Jede Menge Kameras hier. Ist das System neu? Tja, als ich hier gejobbt habe, gab's das noch nicht. Das wird nicht so einfach. Wir müssen den Überwachungsraum finden. Im Erdgeschoss war früher ein Wachraum. Der könnte es sein. Da hätten wir eine. Mist. Was? Das ist ein Fingerabdruckschloss. Da kommen nur bestimmte Wachleute rein. Kann Mike das Ding knacken? Mike kann alles knacken. Ein Fingerabdruckschloss? Da bräuchten wir am besten den passenden Finger. Einen Bolzenschneider und Verbandszeug hätte ich dabei. Wollt ihr das haben? Scherzkeks. Ein Fingerabdruck würde reichen, oder? Absolut. Okay. Wir müssen herausfinden, wer von den Wächtern da ein- und ausgeht. Mike? Was denn? Willst du mal reinkommen und dir das Schloss ansehen? Ich kann grad nicht. Hab hier den Server von diesem Architekten am Wickel. Wir kommen auch ohne dich klar. Ruhe jetzt. Ich
muss mich konzentrieren. Ich werde mal mit einem der Wächter reden. Mach das. Ich schalte jetzt aus. So, mit A. Wirkt bedrohlich. Das ist Kunst, eindeutig. Seltsam. Mehr hat er dazu nicht zu sagen. Das Klo wahrscheinlich. Das lagert hier bestimmt für den nächsten Sperrmüll. Okay. Nur ein Haufen altes Zeug. Aha. Fällt überhaupt nicht auf. Wir sind jetzt schon tausendfach aufgenommen worden. Ich bin bei euch, Catherine. Okay. Dann gehe ich rüber in den anderen Ausstellungsraum. Warum bleibt er bei ihr? Oh je. Oh Gott, er zeichnet jetzt alles ein. Gut. Okay. Das sind ja einige. Und wir müssen alle machen. Okay. Ja, wo ist sie denn hin? Was nun? Ist überhaupt nicht auffällig, dass er sich vor jede Kamera hinstellt und die dann erstmal aufnimmt, ja? Ach, guck mal, jetzt verschwinden noch die Kameras. Und wo ist sie jetzt hin? Notiert. Okay, Catherine. Ich bin hier soweit. Alles klar. Dann treffen wir uns draußen. Mike, was macht der Server? Mike, wie weit bist du? Gleich fertig, Herrgott.
Nun komm schon, verdammtes Mistding. Das gibt's doch nicht. Will mich dieser verdammte Admin denn ernsthaft herausfordern? Ja, ist schlimm, wenn so verdammte Admins einen herausfordern. Lass mal sehen, was haben wir denn hier? Oh, das sieht gut aus, nicht? Mein Notebook. Alles selbst zusammengelötet, mit verbundenen Augen. Na, da muss das ja funktionieren. Sagen wir ja, Papierkorb, alles in Ordnung. Laserdial, nee, Lead-Route. Jawoll! Starting new chain, enter routing hosts now. Hacking tool. Erstmal hier hin. Connection. Wo steht denn, was meine. Wie hoch darf denn meine Latenz sein? Ach, das ist das Ding hier, okay. Mist. Es wäre aber super, wenn hier stehen würde, dass man... Achso. Es steht hier. Für die optimale Serververbindung von Mikes Rechner zum Hauptserver der Personalverwaltung. Wähle der Verbindung bedacht, du läufst als Gefahr, dass sie instabil wird und zusammenbricht. Der kürzeste Weg ist nicht unbedingt der beste. Viel Glück. Sobald sich der Knopf am oberen Rechner... Ja, okay. Hä? Ja, wir haben gleich das nächste Riesenrad. Wir müssen... Hä? Sie haben recht. Warte mal, wir sind jetzt auf 16. 17. Na bitte, willkommen im Intranet von Wilbur und Thompson. Diese Anfänger. Voila, der ganze Plan fein säuberlich beschriftet. Und die Sicherheitssysteme sind auch alle dabei. Kinder? Jetzt nicht. Wisst ihr, wer gerade den übermenschlich gut geschützten Computer von Wilbur und Thompson geknackt hat? Super Mike, Gebieter über die digitalen Ströme. Dankt mir nicht, es ist mein täglich Brot, Unmögliches möglich zu machen. Toll, Mike. Und jetzt halt die Klappe. Ich muss hier mit einem Ex-Kollegen reden. Das ist eure ganze Wertschätzung für ein Genie?
halt die Klappe, Mike? Du hast gesagt, wir sollen dir nicht danken. Komm schon, schalt wieder ab. Na toll, ihr kommt euch ja wohl oberschlau vor. Mein Tag war heute gut. Wir waren heute im Barfußpfad oder Park.